Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Wir sind heute im Walibi Holland. Hier einmal Werbung eingeblendet, weil wir eingeladen wurden. Meine Wendigkeit wurde eingeladen, ich habe noch Leute mitgebracht. Vielen Dank nochmal ans Walibi Holland dafür. Wir sind heute zur Unchained-Eröffnung hier. Mein erster Walibi Holland-Besuch, ich bin sehr gespannt. Hier oben die Flanke, falls ihr es nicht glaubt. Ja, ich sehe gerade ganz viele Gruppen, die hier reingehen. Ich hole mir einfach mein VIP-Männchen an VIP-Kasse ab und dann geht's los, würde ich sagen. Viel Spaß! So, mein Excitement-Level steigt gerade auf plus 2000. Wir haben jetzt Lanyards bekommen, unsere Wristbands. Irgendwie so, keine Ahnung. Na, Tickets, was auch immer. Moin, Patrick. Jetzt geht's gleich los. Kurzes Defcon-Review, wie war? Geil. Heiß und geil. Sehr schön. Defcon 1. Hier. So, wir haben mal geguckt, was hier drin ist. Wir haben drei Fastlane-Tickets, ein Goodie-Bag-Ticket, das Parking-Ticket ist hier drin, das Eintrittsticket. Der Plan, wann wir wohin gehen sollten, Passage-mäßig, ja, das ist da drin. Danke nochmal an Walibi Holland. Man kann es nicht oft genug sagen. Danke sagen ist immer sehr wichtig. Ja, Markus und Irene sind noch da. Können wir auch noch auf die warten und dann gehen wir rein, ne? Kennas. Ja. Ja, wunderherrlich. So, meine Buttergodems, wir haben uns jetzt so entschieden, zu Speed of Sound zu gehen, weil die es hier noch nicht geschafft haben, den Boomerang auf Zweizugbetrieb hochzustufen. Ja, nein, Spaß. Boomerang ist Zweizugbetrieb einfach schwierig und kaum möglich. Wir vergehen jetzt dahin. Haben unseren ersten Spaß und meinen ersten Count hier im Park. Im Thrill Park, der seinesgleichen sucht, ja. Freunde, grandios, ich freue mich hier einfach. Bin so glücklich gerade, das glaubt ihr gar nicht. Das ist so schön. Herrlich. Und ich habe schon so viele Leute gerade getroffen, gerade noch den Rezo und Willi. Es ist einfach wie so ein Familientreffen heute, das ist total schön. So Leute, ich komme gerade aus Speed of Sound. War eine Rümmelkiste, war geil. Schöne Kiste, jederzeit wieder. War schon. Ich musste am Ende lachen vor Schmerzen, das war schon witzig. Knallt ordentlich, würde ich nochmal machen. Ich wäre gerne bewusst. Ich sehe schon, dass der Titel der Video: Anteil der Eröffnung Defcon 1 Besucher gegen normale Besucher. Geil. Herrliche Scheiße, Leute. Geil. So, Leute. Wir gehen jetzt weiter zu Express Platform 13. Sorry, ja. Express Platform 13. Ich hab Spaß. Und ja, da geht's jetzt weiter hin. Sorry, weil es ein bisschen shaky ist. Ich bin einfach so excited. Ich freue mich drauf. Jetzt Express und dann schauen wir mal, was wir danach fahren. Wir haben noch keinen richtigen Plan. Vielleicht Goliath, wir wissen es nicht. Wir schauen mal. Ja, eigentlich 4 Minuten die ganze Zeit auf die Eröffnung von Unchained. Ne? Schau. Speed of Sound ist eine Stunde. Express Platform 13 ist eine Stunde Wartezeit. Deswegen lassen wir den Käse aus. Erstmal. Und watschen erstmal in den Park hinein. Ja? Oh, dieses Merchandise. Ich find's schön. Ich weiß nicht warum, es hat einfach gehalten. Ich find's schön. Ah. Hier, überall findet man diese Unchained-Logos mit einem Pfeil und ah. Also sie haben sich echt Mühe gegeben, ne? Nicht so wie andere Parks, die eine Achterbahn öffnen, wo man sich denkt. Das ist echt schön. Ja, aber ihr seid ja doch gefahren, ja. Herrlich. Wenn wir noch in der Warteschlange von Unchained wären, wir schon fast drauf. Also wir fahren jetzt erstmal El Countor, weil wegen was anderem fährt man den nicht. Deswegen El Countor. Weil wir ihn halt offen haben. Und danach watschen wir zu Goliath. Aber jetzt gibt es erstmal das Review von mir für euch zu El Condor. Hier einmal ein SLC Standard Layout. Viel Spaß damit. Könnt ihr euch an die Wand hängen. Einmal bitte abfotografieren. So, weiter geht die Luzi. Das Schöne ist ja an diesen Farben, die lassen die Bahn aussehen wie eine Spielzeugbahn, so als wäre sie gar nicht so schlimm. Und dann ist es halt einfach ein Standard SLC. Also. Der Tod verpackt in einer Spielzeugverpackung. Sehr schön. Aber jeder Part mit einem SLC ist tendenziell ein Part mit Potenzial.
Das muss man einfach mal dazu sagen. So, El Condor, erste Reihe, Pain in the Arse, ohne Scheiß. Ja, knallt, ballert, schmerzt, gerne nicht nochmal. Ja, war unschön, aber selten. Glück gehabt. Wie versprochen fahren wir jetzt Go Live. Ja, ich freue mich drauf, die blaue Ding. Wir haben gerade gesehen, dass Lost Gravity noch geschlossen ist zur Zeit. Wir hoffen natürlich, dass sie im Laufe des Tages noch aufmacht, weil das will ich fahren. Ja, ja, dann. Ja, dann habe ich Hoffnung. Habe ich Hoffnung. Ja, ich kenne das. Bin nur wegen Lost Gravity hier. Live. Das ist übrigens das neue Layout, das neue Aussehen von Merlin's Magic Castle. Da haben sie extra Graffiti-Sprayer anreisen lassen, teilweise auch aus England, um das besprühen zu lassen. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut gemacht, sehr gut geworden. Passt auch in die neue Area Wilderness. Ja, sehr stimmig alles, muss ich schon sagen. Die geben sich sehr viel Mühe, auch wenn sie nicht so viel thematisieren, aber sich geben sie Mühe bei dem, was sie machen. Ähnlich wie in Jewels. Also Leute, ich filme. Wir kommen gerade aus GoLive. Alter, hat das Spaß gebracht, das war so witzig. Ich hatte selten so viel Spaß auf der Achterbahn. Ich habe irgendwie das Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr rausbekommen. Das war einfach, oh, es war so schön, es war pure Endorphine, es war so toll. Ich hatte richtig meinen Spaß. Es war, oh, schön. Ja. Nerds würden sagen, so fühlt sich Sex und lobig. Es war einfach schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh, ich will das jeden Tag machen, das ist so toll. So, nachdem wir jetzt Goliath gefahren sind, geht es jetzt zu LG Action Coaster, ja, Lost Gravity. Ich freue mich drauf, ich freue mich richtig drauf. Da habe ich noch ein paar Fastpässe übrig. Ne, ich schau mal her, wenn ich noch nicht alles durchgecountet habe, wo die längste Wartezeit ist, und dann count ich einfach nur noch durch und dann geht es dann zum Presseevent. Weil die machen um 12 Uhr auf und um 13.25 Uhr ist die Eröffnungsrede. Ich weiß halt nicht, was ich die anderthalb Stunden machen soll. So. Ja, ist ja noch nicht offen. Denkst du? Ja, weiß ich. So Preis, ey. Das steht da halt auch drauf. Ja. Naja, mal gucken, ne? Genau. Und ja. Mein Oberschenkel tut mir weh. Ich war gestern beim Lasertag. Warst du beim Lasertag? Das ist witzig da. Ich höre nur heulen. Nee, 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 nee. Echte Wölfe weinen nicht, sie heulen. Ja, herrlich. Das ist echt das Auto? Schön. Hallo! Die sind hier alle so freundlich, der für jeden Eingang Mitarbeiter stehen, der ja, die Leute halt begrüßt. Das ist schön, das ist nett. Freundlich. Freundlich sind die Niederländer, so wie man sie kennt. Also die Kabel bei mir damals auf der Arbeit waren irgendwie schmaler. Und wir haben auch immer Erdkabel verarbeitet. Naja. Stufe. Ist schon Schnieke gemacht hier. Stufe. Gravity. Oh, shit, stehen die hier an? Naja, die stehen hier an. Ist das lang? Achso, ja denn, das geht dann ja. Ne, die stehen da an. Wie lange müssen wir warten? Stunde? Ja. Na. No. No. Da könnt ihr ja fast mal einen Fastlane-Zugang zu verwenden. Das heißt, das ist doch ein bisschen. Ja. Ja. Jetzt sollte ich wieder zurück. Ach, schöne Scheiße. Also Leute, wir kommen gerade aus Lost Gravity. Wir haben unseren Fastpass genutzt, weil wir einfach mal so viel zu tun haben heute. Also, wir müssen halt counten. Wir müssen counten, Leute. Und. Alter! Hier unten, es hat mich so hart aus dem Netz gesteuert. Ich bin so,
mega, mega geil. Wirklich, so unglaublich gut. Selten eine so grandiose Bahn erlebt. Mit all ihren Zügen. Das ist einfach nur Spaß auf allen Metern. Das ist so gut gemacht. Richtig gut. Bock! So, meine Buttergolems. Ich habe mir eben gerade eine Tüte Pommes gegönnt. War geil. Und jetzt gehen wir weiter zum Kiddie Coaster. Keine Ahnung. Gorki, keine Ahnung, irgendwie so heißt der. Dragon. Und ja. Oh. Ich bin gerade ein bisschen vollgefressen, meine Beine tun weh. Ich weiß, wie spät haben wir es eigentlich? Hat jemand eine Uhr? 12:12. Das heißt also, der Untamed-Bereich hat so seit 12 Minuten geöffnet. Aber wir counten erst noch durch. Und dann geht es für uns in den Untamed-Bereich. Also direkt hier neben Eurojam, ja, ist dieser Kiddie Coaster, Draco heißt er. Und direkt neben Tomahawk und so ein Shop. Zone Shop, keine Ahnung, Zero Zone. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich Drake Kiddie Coaster. Ist auch so, ich glaube, das ist ein Standard-Layout. Bin mir gar nicht ganz sicher. Naja, wir fahren's und dann gehen wir wieder zurück und müssen wir noch expressen. Und dann können wir endlich dahin, wo wir alle schon seit Beginn des Videos drauf hinfiebern. So Untamed. Diese Wilderness, die Area. Und dann geht's noch eine Runde Blast und dann. Ach, Kinder, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich drauf freue. Das wird so. Schön. Boah, das ist ja aber gut thematisiert hier. Oh, toll. Das gefällt dem Papa. So, wir kommen gerade aus Draco. Und Alter, das hat Spaß gebracht, weil wir vorne waren die ersten 1, 2, 3, 4, die ersten vier Reihen waren nur Erwachsene, das heißt, es war vorne einfach nur schwer. Und wir haben übelst gezogen, das war so witzig, richtig gut. Hat übel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir noch Plattform machen und haben alle Counts durch. Und dann können wir langsam aber sicher auch schon zu Wilderness gehen. Ja, zu der Untamed Area. Und ja, dann einfach mal uns überraschen lassen, was da auf uns zukommt. Also ich glaube, die haben ganz schön aufgefahren heute. Mal schauen, bin gespannt. Ist es normal, dass einem nach einer Achterbahnfahrt schlecht ist? Naja. Kiddie Coaster halt, ne? Kann ich halt nicht ab. Boah, ich muss nur rübsen, alles gut, bin wieder da. Ja, herrlich. So, und jetzt geht's weiter zu Express Platform 13. Leute, ich komme gerade aus Express Platform 13. Alter! So, wir fahren so um die Kurve und ich sehe nur so eine ganz lange Gerade. Ich denke mir so, das ist ein Launch Coaster. So, weil erst kamen mir die Züge bekannt vor mir. Ich so, ein bisschen eng hier, Big Loop. So, und dann kommt der Launch und ich denke mir so, Alter, das wird dein Knie zerficken, du wirst es nicht aushalten können. Und, das Layout ist einfach, ist wie Rock'n'Roller Coaster, einfach krass. Und dann kommt die Schlussbremse und dann steigt mir relativ lange und ich denke mir so, was kommt jetzt noch? Und dann kommt da so Szene, wo ich mir denke, Alter! Auch dieser Anschiebereich. Wären die Leute vor mir gegangen, ich wäre mehrmals gegen die Wand gelaufen. Alter! Also richtig Mindfuck, richtig krass. Ich freue mich schon, wenn das hier alles hochgewachsen ist. Ich habe mir auch das Gärtner-Video dazu angeguckt. Das Behind the Scenes Gärtner-Video. Ist richtig gut geworden. Der Answer ist Pizza, ja. Ja, das ist ein Spot-Foot. Oh, ich glaube, der ist aus. Da stehen zwei Techniker drunter. Ja, da unten war ja auch ein Kette. Hout en staal. 5 keer ondersteboven. 14 airtime momenten. De enige ter wereld. Nu in Walibi. Untamed. Tickets walibi.nl. Leute, ich bin jetzt im speziellen VIP-Bereich. Hinter mir ist einfach dicht. Die haben mich durchgelassen. Voll special. Alter. Schnieke. Ist geil. Oh, ich sehe schon, es gibt gratis Sachen. Essen. Bin ich dabei. Oh, Kinders. Wow, ja leuk. Los, ik heb tussendoor, oké?
Ist einfach so gut gemacht, das Merch ist einfach Butter, grandios. Einfach mega, was sie hier aufgefahren haben. Ich bin komplett geplättet. Antworten awesome. Richtig krass. Also, mind blown. Das ist unfassbar, was sie hier reingesteckt haben. Das ist so gut geworden. Das ist irgendwie so eine. Könnt ihr euch bei. Ich gab's nicht bei Ends, auch so eine Party-Szene. So ungefähr ist das hier. Richtig gut gemacht. Richtig mega. Ja. Bitte hochgeblasen. Guck mal, jetzt hier Alex, wie er sich da nach vorne zieht. Hier, gib mir einen Livestream. Een van de meest bijzondere momenten die ik ooit in dit park heb meegemaakt. De officiële opening van Europa's eerste hybrid coaster. Te gek. In English, welcome everyone. This is a very special moment for me because how many times in your life do you get to open Europe's first hybrid coaster? It's awesome. Without further ado, I would like to introduce you to the general manager of Walibi Holland. Give her a big hand, Masha van Til. Oh. Even kijken, dames en heren, even ander perspectief. Lieve gasten, namens het Walibi-team, heel hartelijk welkom in Wilderness aan de voet van Untamed. En als u het niet erg vindt, dan vervolg ik mijn speech in Engels vanwege de buitenlandse gasten. So, honored guests, on behalf of the Walibi-team, I'd like to welcome you here in Wilderness, the new area, at the foot of Untamed. The attraction industry is a thrilling business. And I'm shaking as we speak, so excited am I because of this special day. The opening of Untamed is really very, very special for us. It's the world's first hybrid with 5 inversions and 14 airtime moments. And, I have to read this out loud, a unique element that's nowhere to be done so far till now, this place. A double inverting 270 degree corner stall. So, wow. But first, with pleasure, I'd like to announce to you, to introduce Dominique Marcel, president of Compagnie des Alpes. Dominique.
Thank you very much, Masha. As the CEO of the Compagnie des Alpes, the group that operates Walibi Holland, I'm very pleased to be here. Very pleased to be here to inaugurate a fantastic, a stunning, an exceptional new attraction, Untamed. I will not dwell on it too long. Masha will do it better than I would. Let me just stress that this attraction is in many regards really exceptional. An high-wing coaster based on the tracking of the mythic Robin Hood. First wooden roller coaster benefiting from such a transformation and with many outstanding features. Untamed is entirely in line with our group strategy, aimed at enhancing the attractiveness of our parks, and which is entirely focused on the guest satisfaction. Guest satisfaction is a key element, critical element for the teams, of course, and also, of course, for the visitors. What we are doing here clearly shows, if needed, that we want Walibi Holland to remain for a long time the strongest brand for teenagers and young adults, the number one destination. But we also want to reach more families with kids, and this strategy has already paid off. Dear friend, you can count on the support, on the dedication, Masha, the involvement of our group to support what everything made by the park, to make Walibi Holland always more attractive, more catching, with more and more visitors, more and more satisfied, very satisfied visitors. Thank you very much. Thank you very much, Dominique. Well, in 2000, Walibi Holland built a great wooden coaster called Robin Hood. In recent years, our guests have experienced it as quite uncomfortable. And during a study trip in the States, we tried a coaster in Texas, by accident actually, and we were sold. It's just like when you see new shoes in the shop, you try them on, they fit perfectly, then you cannot get them out of your head. It's the same with the RMC ride. It was only 2 years ago that we had our first meeting with RMC, with Fred Grubb and his RMC team, and it was a match. We had some timing issues, some budget discussions, and here we are. After 9 months of hard work, built on the footprint, using the skeleton of Robin Hood, its legacy, the baby is born, Untamed. So I'd like to ask Fred Grubb, owner of RMC, to come up, please. A big hand for Fred. I'm going to ask you some questions, Fred. Are you ready? They're not too tough. No, they're not. Fred, RMC is considered rock and roll in the roller coaster business. How come? I don't know. We build good rides, and we have a lot of unique people, and we have a good time. I think that's why. We just have a good time doing this work. Yeah, I fully agree, because we'll really miss your crew once they go home. Some people in the States, I heard, call you Jesus. Why? I don't know. I certainly don't deserve it. No.
But it was funny because I heard people calling Fred Jesus. And then I thought, here is Dominique, and his name means Lord. Here is Jesus, and my name, Masha, means Maria. So we cannot have a better start. No, I'm just kidding, of course. Well, what's so special about this project and this ride? I can tell you, what is so special is it's the first hybrid in Europe, and it is action-packed all the way through. You will see, there's not a moment of rest. It's action-packed, and it's a great, great ride. I'm telling you, it's really great. It is at the top of the list. Thank you. So, thanks, Fred. If you wait a second. Yes, big hands. Because in a minute we'll board the first train. So in a moment the first train will leave the station. And after that you're also very welcome, of course, to become untamed. Let me see, because untamed has... and then when you try it out, who's going in? Who will do it? Oh, wow! We have a busy afternoon. So you'll experience the airtime moments, up and down, and never ending. And in that sense, untamed is like real life, up and down and up again. It is super smooth overall, and lots of love and very powerful. And that's the status of Walibi, where we are in, powerful at this moment and for the years to come. Because we have a great team, with younger and older people, strong in quality, with great perseverance, enormous energy, very productive, and always seeking for improvement and novelties. Last season, together, we achieved the highest guest satisfaction in the group, which is something to be really proud of. And for years now, Dominique already mentioned it, we are destination number one for teenagers and young adults. And following our master plan, we developed a strategy to include families and kids as well, as of now. Walibi Holland offers already a very special collection of roller coasters. And the expansion of this collection with Untamed will delight them, I'm very sure. So I want to thank you, Dominique, for being here and the great words you spoke. François, the Compagnie des Alpes team, the RMC crew, Fred, thank you very much. Then Wiebe Damstra, the project manager who cannot be here, but we put a cardboard version of him in the garden. You'll meet him when you exit the ride. He's here. And last but not least, our own Walibi Holland team, that I'm so proud of. I really love you guys. You did a great job. Let's continue. Thank you very much. And let's go. Thanks.
Leute, beim besten Willen, was war das? Alter! Scheiße, die waren an, was war das? Geil, Mann! Will. Geil! Alter. Das war einfach ohne, nur fett. Ohne Scheiß, ich hab fast geheult. Ja, Mann, ich hätte fast geheult. Ey, oh, Alter. Ich hab mich noch nie, einen Achterbahnhöfel so hart berührt. Alter. Scheiße. Oh, hier, Gänsehaut. Gänsehaut. Oh, Alter. Oh, oh. Das ist einfach nur. Oh, Gott. Oh, Leute, was hier gerade passiert ist, Alter. Diese Eröffnungsfeier, ich habe fast geheult, Phil hätte fast geheult. Es war so schön, es war unglaublich. Wir haben alle Gänsepelle gehabt wie sonst was. Es ist so krass. Ich habe dafür keine Worte mehr, es ist so genial. Hier direkt vor mir sehen wir gerade noch den alten Zug von Robin Hood. Oh, geil. Es ist, also, er hat ja schon vieles erlebt, ne? Aber heute ist auch einer der schönsten Tage in meinem Leben. Wie genau das? Robin Hood. Ah, dann sitzt Blumenkübel draußen. Das ist ja auch schön. Alter, hier. Das sind noch alles alte Schienenteile, die sie von Robin Hood noch gerettet haben. Und hier einfach reingestellt haben, als wäre die Bahn explodiert. Das ist mega. Ja, fesch, wie alte Leute jetzt sagen würden. Ich will das Wort fesch wieder gut machen. Deswegen, das ist fesch. Unglaublich. Wir bleiben übrigens nicht stehen, weil die Q-Line da anfängt, sondern einfach Leute filmen. Hier ist dann die Pyro-Area, wo eben gerade alles losgeschossen wurde. Hier auch mal la. Ich glaube, wenn es dunkel ist und alles leuchtet. Auch hier die Lampen. Das ist so schön thematisiert. Ach, hier haben die Gärtner wieder volle Arbeit geleistet. Ich glaube, das ist auch so eine Q-Line, wo ich mir vorstellen kann, so mal 2-3 Stunden länger zu stehen. Weil es einfach so schön gemacht ist und ich glaube, hier ist auch relativ kühl und die ganzen Pflanzen. Ach, geil. Mind blowing. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch die Q-Line erreicht gleich. Können wir nochmal einen Blick auf Robin Hood werfen. Ja, und gleich gibt es dann die erste offizielle, normale Personenbeförderungsfahrt mit den normalen VIP-Gästen. Und um 15 Uhr kommt Und bei 15 Uhr kommen dann die normalen Gäste dran, die halt keinen VIP-Status haben. Ich stecke noch ein paar Bilder von Untamed. Thank you.
Zug ist hier gerade vorbeigefahren und ich kann es halt nicht einfangen für euch, weil es einfach, es geht halt nicht. Der glänzt so hart, man hat das Gefühl, man könnte durchgucken. Weil der einfach alles reflektiert. Das ist so krass. Also die haben sich echt nicht lumpen lassen. Richtig gut gemacht. Ich bin hellauf begeistert. Das ist einfach grandios. Und ihr dreht hier gerade die Endcard an diesem Wasserfall. Und auf einmal kommt so ein ganzer Wasserfall hier raus und macht alles nass. Geil, das ist Wildernis, das finde ich toll. Ja, da wird man direkt mit rein eingebunden, das begeistert mich gerade richtig, dass ich nass wurde. Ich freak. Was war das? Alter, ich habe nur noch geschrien. Es ist unglaublich, was sie hier hingestellt haben. Alter, es ist zwar ein bisschen eingestellt vom Sitz her, aber Alter, ich kam nicht mehr zum Atmen während der gesamten Fahrt. Es hat mich so aus dem Sitz geprügelt. Boah, ich muss erst mal durchatmen. Das ist ja unglaublich. Oh, Kinders. Oh. Puh. Oh. Alter. Oh, normal. Dann wirst du durchgeprügelt. Alter. Nee. Das auf jeden Fall. Das ist vor allem so dauerhaft, dann nicht so. Freunde, was ich nochmal zum Wartebereich sagen möchte, die Holz-Handlebars, nenne ich sie jetzt mal, diese Griffe an den Seiten, die sind nicht abgeschleppt, sondern halt rau gehalten, halt so wie die Natur sie halt hinterlassen hat. Teilweise müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da keinen Splitter in die Finger holt, aber ansonsten super. Bisschen schade ist hier, dass der Lift so langsam ist. Ich gehe aber einfach mal persönlich stark davon aus, dass sie den Lift so langsam gehalten haben, jetzt in den Kindertagen, um halt ja, die größeren Probleme, die Kinderkrankheiten nicht ausufern zu lassen, sondern halt einfach
Fluchs da zu lassen, also halt, ja, aus dem Weg zu gehen. Das ist einfach so meine Vermutung. Ja. Ansonsten, ja, man sitzt in dieser Bahn nicht, sondern man schwebt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, man schwebt einfach nur noch. Die Sitze sind nur Deko. Also sie können die Dinge auch ohne Sitze fahren lassen, das würde nicht auffallen. Ja, kräftige Menschen sollten auch ein bisschen vorsichtig sein, weil bei mir mussten sie nachdrücken und es war schon sehr, sehr eng. Also wenn man kräftiger ist als ich, dann kritische Baumaßnahme. Aber ansonsten, läuft das Ding. Und wie? Das gibt's doch gar nicht. Auch. Ja. Ja, das auch. Schön, Singrider. Ist ja geil. Singrider kann man gleich noch machen. Ja. Mit Rainer. Hier sehen Sie, wie eine Extended Queue Line aufgebaut wird. Es ist einfach so voll. Die Völkerwanderung geht bis da hinten durch. Es ist unglaublich. Es ist viel zu voll. Scheiß die Wander. Oh, herrlich. So, Kinders. Was es mit dieser ganzen Liebe hier auf sich zu tun hat, haben wir auch noch nicht erfahren. Aber das war erstmal das große Eröffnungsevent. Und jetzt machen wir den Park noch ein bisschen unsicher. Und den nehmen wir natürlich weiterhin mit. Ja, es tut mir leid, falls das Video jetzt schon 500 Minuten geht, aber ja. Manchmal muss ein Video auch einfach lange gehen, ist einfach so. Ich wollte lieber, dass ich auch was mache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen eine Störung, die erste auf Unchained. Wir haben sie live mitbekommen. Geil. Hat lange gedauert. Ja, das hat ordentlich Zeit gedauert. Witzig. Das ist geil. Warum ist das nicht passiert? Ja. Jetzt sind sie gerade wieder losgefahren. Glück gehabt. Mann. Auch auf Flo. Ja. So, nachdem ich mich eine Stunde noch verquetscht habe, voll nett, gehe ich jetzt zu Rio Grande und danach dann zu Express. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich nochmal Express fahren will, weil es war so stickig da drin. Was ist hier? Ah, Mörder's Magic Gasse, kann ich auch nochmal machen. Na, erstmal zu Express, zu Rio Grande und dann. Ja, ach, Kinder. Hat schon so ein bisschen fertig gemacht. Aber es gibt hier so
alles Essen und Getränke gibt es für VIPs gratis. Das ist total schön und nett. Hab mich echt gefreut. Ja. Ich bin nass. Bin ich fertig. Mal schauen, wie jetzt das Rafting ist. Ich habe gerade schon gehört, dass das nicht mehr so geil sein, seitdem die neue Boote haben. Aber es ist für mich das erste Mal, deswegen ist es für mich wahrscheinlich okay. Ich schaue mal. Und gebe euch gleich ein Review. So, ihr Pupsgesichter. Wir haben gerade unseren Goodiebag abgeholt. Und da sind die Pullis drin, die Mitarbeiter heute alle hier tragen. Diese I am on time Pullis. Ich habe immer noch kein Bild, deswegen guckt es euch auf Instagram an, da werde ich es auf jeden Fall posten. Da sind Socken drin, die Untimed-Socken, die Saatbomben von Untimed und Aufkleber von Untimed. Jetzt haben wir gerade Express-Pad von Berlin gemacht und jetzt wollen wir gleich weitergehen in Richtung Lost Gravity und dann in Richtung Goliath und dann wieder zurück zu Untimed, weil Untimed heute die Queue dann erst um 19 Uhr schließt, müssen so lange können wir uns da anstellen und ja. So, Freunde, wir sind jetzt Lost Gravity nochmal gefahren und gleich geht's zu Goliath und dann geht's wieder zu Untimed. Oh, der Tag ist heute echt lang und da ich gestern erst beim Lasertag war, sind meine Oberschenkel, die sind echt Beton. Jeder Schritt tut weh. Naja, was soll man machen? Schmerz für Spaß. So, wir sind eben nochmal Goliath gefahren und jetzt geht's nochmal in die Untamed Area, weil wir gehört haben, dass die Q-Lines erst auch heute um 19 Uhr schließen. Und ich hoffe, dass es dann noch ein bisschen was zu essen und zu trinken gibt, weil ich ein bisschen Knast hab. Ja, wir hoffen es. Und ich glaube, es schaut auch gut aus. Mit Pech halt nicht, ne? Ist denn halt so. Ich kann damit leben. Manche Menschen vielleicht nicht, aber ist denn halt so. Naja. Ich melde mich dann gleich nochmal, falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Oh, Untimed fährt tatsächlich noch Neuigkeit. Mal gucken, was das so gibt. Ja, vor allen Dingen auf diesen einen Film. Ja. So Leute, wir stehen jetzt hier bei Untimed. Ja, also glücklich, dass wir noch fahren können. Und ja, ich freue mich einfach. War echt ein geiler Tag. Danke nochmal ans Wollige Holland für die ganze Mühe, die sie reingesteckt haben, die ganze Arbeit, die Einladung. Das ist unglaublich, wie viel sie reingesteckt haben. Das ist grandios, wirklich. Ne? Danke, danke, Wallaby. Ja, jetzt warten wir noch, dass wir gleich fahren können. Und schauen wir mal, was noch der Tag noch so bringen wird. Ne? Langsam, jung. Müsst ihr euch nicht weg, doch. Ich bin gerade anscheinend nochmal im warmen Zustand gefahren. Ich muss sagen, im warmen Zustand fährt sie sich auf jeden Fall besser. Also sie fährt einfach viel sanfter. Und flüssiger sagen hat das dasselbe gemeint. Sie fährt auf jeden Fall viel sanfter. Das ist viel angenehmer, sie im warmen Zustand zu fahren. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Hierher zu kommen, die zu fahren. Ja, wir fahren jetzt 5 Stunden von mir aus mit Zug und Auto. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist echt grandios geworden. Ich kann euch mal das Untamed-Logo zeigen. Es leuchtet da hinten. Ja, ist echt geil.
Falls ich übrigens mal gefragt habe, was hier oben, da der komische schwarze Punkt hier oben ist, das weiß ich auch noch nicht. Falls einer von euch weiß, dann sagt es mir. Weil ich weiß es nämlich nicht. Ja. Ich finde es auf jeden Fall echt schön und ja, mein Fazit bis jetzt ist geil, macht es. Und ja, ich werde gleich noch ein bisschen was auf dem Weg zum Ausgang filmen für euch, ein bisschen was mitnehmen an Depressionen. Und dann machen wir es wahrscheinlich auch schon auf dem Weg, aber ich verabschiede mich natürlich nochmal vernünftig von euch, weil ich ein Ehrenwolf bin. Ja. Schön. So, Freunde, das war's denn unsererseits aus dem Wallaby Holland von der Untamed Eröffnung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer, wo auch immer ihr jetzt seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Live It Now. Bis dahin, ciao!